Also, ich weiß nicht, ob das jetzt hier eine Falle war. Oh, es war eine Falle. Ich dachte, hier wäre was drin, was Wichtiges. Oh, Geld. Kosum und Kaum. So hätten wir auch an die rankommen können. Und noch ein bisschen Pulver. Das können wir natürlich im Destillierapparat wieder weiterverwenden. Das könnten wir weiterverarbeiten. Das mache ich aber nicht. Da drüben ist auch noch ein Geheimgang. Hier geht es zum Tor. Jenseits dieses Ortes ist keine Magie erlaubt. Also wir können hier keine Magie verwenden. Hier kommen wir nicht lang. Wir müssen erstmal das Sicherheitssystem... Sieht da was bewegt da drinnen? Auf jeden Fall müssen wir das Sicherheitssystem erstmal deaktivieren. Ansonsten haben wir ein Problem. Ich glaube, es war noch 1132 oder 113 war es, glaube ich. Ja, der Code war 113. So, mal gucken, was hier ist. Ich habe Angst, dass da gleich was dahinter steht. Aha, hier ist ein Grab. Du, der du wagst, meine Ruhe zu stören und deine schmutzigen Hände an meinen Schatz zu legen, sei verflucht bis zu deinem Tode. Hm, ich erinnere mich. Das werden wir, glaube ich, später machen. Weil, wenn wir jetzt hier an diese... an die Truhe oder an diese... Kiste hier gehen, wobei das ist ja keine Kiste, das ist ja ein Schrank, auch wenn hier Kiste steht, dann wird die Tür zugemacht und wir müssen gegen einen fetten Gegner antreten und ich weiß nicht, ob wir ihn schaffen. Ich könnte es ja mal suchen, wie gesagt, Heilung habe ich aktiv. Aber ich werde es erstmal noch nicht wagen, wir können es ja später mal machen. So, jetzt muss ich erstmal rausfinden, wie war Aura entzaubern. Aura entzaubern, wo war es denn? Schutz vor Feuer, können wir eigentlich auch noch gebrauchen. Auch anzaubern. Das ist Arm und Katium, war das, glaube ich. Hä? Ist das nicht das? Ah, nee, das ist nie, nicht Arm. Also das Gegengesetzte. So, ist auch wieder ein Golem. Aber ich glaube, das ist ein... Das sind auf jeden Fall mehrere Golems. Einer hat kein Herz. Ich weiß nur nicht, ob mich jetzt einer angreift, wenn ich es falsch mache. Ist ein Schalter. Und hier mein Code. Auf jeden Fall war der Code 113. So. Okay, drücken wir mal einen Hebel. Ist eine Bodenfalle oder sowas? Nee. So, Hebel wurde gedrückt. Jetzt müssen wir, glaube ich, noch welche Schalter öffnen. Wie war es? Das zweite öffnet, das erste war, glaube ich, in der Schriftrolle angezeigt. Hier sind Boden. Bodenplatte. Hm, ist nicht schwer genug. Ist nicht schwer genug, um die Bodenplatte zu bewegen. Hier haben wir einen Schalter, aber der ist leicht rot angezeigt. Dadurch, dass unsere Sinnschärfe stärker geworden ist, durch Skill, das kann ich euch gleich mal zeigen. Wo ist es? Hier? Sinnesschärfe? Ja. Je höher die ist, umso besser können wir Fallen entdecken. Und das ist eine Falle. Wir können ja versuchen, sie zu entschärfen, dann können wir den Hebel bewegen. Wie war denn Falle entschärfen? Muss mir das echt mal alles mal notieren, dass ich hier nicht jetzt mal reingucken muss. Gegengift. Aber Zeugen. Feuerwand verwirren ist nicht schlecht. Objekt verzaubern. Antimagie, Feuerwelle. Feuersturm. Löschen. Nachtsicht. Nachtsicht haben wir sogar. Enthüllen. Ich glaube, wir haben es gar nicht. Wir können es noch nicht. Gut, dann lassen wir das. Weil ich will mich jetzt nicht verletzen. Wir müssen auf jeden Fall das Gitter aufkriegen, weil hier drinnen ist, glaube ich, der nächste Schalter. So, jetzt haben wir das Golemherz. Denn es wurde auch in der Schriftrolle gesagt. Das Golemherz ist der Schlüssel zum Weiterkommen. Die Tür muss zubleiben, glaube ich. So. Ich glaube, der ist jetzt auf unserer Seite. Naja, holt auch nicht aus und greift an. Gut, dann locken wir ihn mal auf die Plattform, denn der Golem müsste schwer genug sein, um die Plattform zu betätigen.
So, dann kann ich hier stehen bleiben. Und wir können in den Raum. So, ich glaube, jetzt haben wir... Die Tür ist noch zu da hinten an die Wand. Tja, und dann hat sich nichts am Leben behalten. So. Jetzt müssen wir durch die Tür. Die ist verschlossen. Okay. Wie war das? Das zweite öffnet das erste. Nee, warte mal. Ich glaube, das war anders. Ich glaube, man musste... Aber ich hole mal die Schriftstücke. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen Fehler gemacht. Das war ein cooles Rätsel auf jeden Fall. Hier ist nicht. Hier haben wir ein Schriftstück. Du bist also dieses Herz ist der Schlüssel zum Sicherheitssystem. Das haben wir ja schon. Und also vergesst nicht, das erste verschließt das zweite. Das erste. Ach, der meint bestimmt die Tür. Aber wie wollen wir denn die Tür. Wobei, Moment. Wir können doch im Gang stehen, während wir die Tür jetzt schließen. So. Die Tür ist verschlossen. Also ich meine, das, wenn das Ding offen ist, wird das verschlossen. Wenn das Ding zu ist, müsste es offen sein. Und hier ist der letzte Schalter. Sehr schön. Oh, ich dachte, da kommt eine richtige Brücke. Gut. Oh. Und hier genau dasselbe Prinzip. Wir müssen jetzt wieder die Tür schließen, damit wir da hinkommen. Oh je, Leute. Wir nähern uns immer mehr dem Übel. Ich bin schon wirklich... Ich habe Angst, dass die Golems gleich aufwachen. Ich habe jetzt echt Schiss. Ich weiß teilweise noch, was uns erwartet. Oh, ein Feuerball. Oh, das war ein falscher Spruch. Mensch! Ich will Geschoss haben. Mann! Hä? Ist er blöd? Sehr schön. Hier sind wir falsch. Wir müssen ja runter zum Sicherheitssystem. Ne, da kam er her. Hier. Das machen wir dann, denke ich, wenn wir zurückgehen. Werden wir uns noch diesen Boss annehmen. Wir müssen aber erstmal unsere Mission erfüllen. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe was gehört. So, ich mache mal einen Quick Save. So. Okay. Gut, das war nicht so schwer. So. Ich weiß, wer ihr seid und warum ihr hier seid. Orbiplanax muss Zeit gehabt haben, den Noden zu kontaktieren. Ich hätte mich eher um ihn kümmern sollen. Ein Bewahrer. Eure Gegenwart beflügelt uns. Es beweist, dass wir endlich die Kraft haben, Akbar wiederzuerwecken. Stärker als je zuvor. Und was uns betrifft, mein Herz, werden wir die Zeremonie später fortsetzen. Er beschwört und er hat einen Dämon beschworen. Okay. Okay. Feuerball. Nein, das war Feuerwand. Aber Feuerwand, Feuerwand. Okay, warte mal. Das brechen wir mal ab. Hallo? Hallo? Und Feuerball? Ich kann diesen Spruch noch nicht. Scheiße. Blödes Vieh. Oh, ich häng fest. Dann mal schnell was trinken. Aua. Hol mir Mana. Oh Gott. Oh Gott, dieses Mistvieh. Mana.
Oh Gott, er lebt noch. Oh, da ist er. Gott. Aua. Ich hab denn nur die Enter-Taste nicht. Das schaffst du gar nicht. Oh, das muss doch nicht. Okay. Also mit dem Bogen, das wird nichts. Das wird eindeutig nichts. Oh. Laden. Welcher waren wir? Hier waren wir. Ach Mann. Okay, das. Ich brauche besser Zauber. Also die Feuerwand hat ja überhaupt nichts gebracht. Ich will mal gerne Feuersturm probieren. Ich weiß noch nicht, ob wir genug Mana haben, um den überhaupt zu machen. Warte mal, dann hau ich den mal kurz raus. So. So, Heilung nehmen wir noch als Notnagel. Feuersturm war, glaube ich. Nee, das war es nicht. Das war aber auch irgendwas mit ganz viel Arm, oder? Ach, mega. Arm. Mega. Jock. Mega. 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 Und wir können es sogar einsetzen. Sehr schön. So, dann werden wir noch bald. Ich nehme eine bessere Waffe. Nehmen unser Schwertchen. Und ein Schild. Dann haben wir mehr Verteidigung. So, nochmal ein Quickie. Und dann versuchen wir es nochmal. Ich weiß, wer ihr ja, seid. Ja, das kennen wir schon. Und warum ihr Hallo. Hier seid. Ich kann es nicht abbrechen. Oh doch, ich kann es abbrechen. Der haut ab. Und das war Suiberus übrigens, war, den wir da erkannt haben. Ich kann diesen Spruch Was? Noch nicht wirklich. Und wir haben ihn vergiftet. Toll, da kam ich ein Zau... Oh! Er war durch die Wand geglitscht, das Schwein. Bist Vieh. Na, zack. Oh Gott, er holt aus. Na komm. Na komm, Dicker. Was hat mich erwischt? Du alter Glitscher. Oh Gott, schnell weg. Moment. Heilung, Heilung, Heilung. Schnell casten. Scheiße. Okay, schnell. Komm schon. Okay, er holt wieder aus, er holt wieder aus. Ja, hat mich nicht erwischt. Was macht er jetzt? Was macht er denn jetzt? Okay, er bleibt so. Das ist meine Chance. Heilst du dich? Vergiss es. Hier, friss mein Feuerball. Okay, ich glaube, er hängt fest. Das ist meine Chance. Ich glaube, der macht irgendwie, keine Ahnung, Morgentanz oder so. Aua, er hat mich gehauen. Ich glaube, der kommt da nicht weg. Habe ich ihn jetzt geglitscht? Da kriegt er noch einen Feuerball rein. Müsste das aber mal sein. Hier, friss! Okay, wir haben ihn.